Also ich muss zugeben, als ich vorhin im Singleplayer eben halt ausgetestet habe, ob es lief, hatte ich tatsächlich das Problem, dass mir nach einer Weile wegen den ganzen Details und dem Licht und was weiß ich was echt die Augen wehtaten. Ja, ich habe heute Morgen, als ich dem Dex zugeschaut hat, auch teilweise was Kopfschmerzen gekriegt, weil das so grell wirkte. Es ist echt hübsch, aber es waren halt wirklich dann ja so hell und grell und Details und ohne Ende. Ja, ich habe es den Leuten mal gerade versucht zu erklären. Es ist einfach eine Einstellungssache, wie man das gerne jetzt gerade spielen möchte. Wenn man es ein bisschen schneller und ein bisschen wärmer für die Augen, dann soll man es lieber so machen. Also was, leichter für die Augen, dass es nicht zu mehr Bilder pro Sekunde ist, natürlich besser für die Augen anstatt weniger. Wenn man dann eben auch ein bisschen aufs, ich sag einfach mal ein bisschen aufs Ego spielt und sagt, ich möchte doch gerne meine Grafik schön aussehen haben, dann soll man das eben dann ein bisschen höher stellen und dann hat man eben dann bombastische Grafik da. Ja. Solange aber für mich das nicht der Performance-Patch ist, gekommen ist, finde ich das irgendwie noch so ein bisschen, naja, hätte besser sein können. Richtig, also klar, es würde wahrscheinlich schöner aussehen, aber ich finde es jetzt so auch nicht schlimm vom Aussehen her. Du musst es nachher mal versuchen. Ja. Na endlich! Elendes Tier. Wo seid ihr denn alle? So, wenn du aus der Base kommst, links oder rechts? Wow. Disco im Wald. Ja. Ich meine, Tiger, was hatte ich nochmal eingestellt? Bei der. Warte, da muss ich nochmal gucken. Mach mal eben meins auf. Bei der Einstellung ganz unten. Wenn du. Lies nochmal ganz das vor. Hoch, mach einfach mal direkt bei Advanced Grafik. Hoch, Mittel, geh einfach so runter. Advanced Grafik, Mittel, View Distance, Mittel, Textures, Texturen. Hoch. Okay. Post-Processing, Mittel, generell Shadows, niedrig. General, Entschuldigung. Ja. Dieser Mix irritiert mich. Global Illumination Quality, Mittel, Effects Quality, Mittel, Foliage Quality, hoch. Okay, hätten wir das so gemacht. Freunde, es gibt eine Einstellung, dass man Speed leveln kann. Ja, aber finde ich doof. Was heißt das denn? Ja, dass du dann dein Movement Speed leveln darfst. Ach so, das meinen die mit Speed, okay. Oh. Und das gleiche auch mit Speed. Ich habe gedacht, Flieger. Das heißt Speed leveln, weißt du, was ich meine? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das war auch das erste Gedanke. Ich so verstanden. Nein, Movement Speed leveln. Das ist eine Einstellung. Ja, dann bitte stell's ein. Und das gleiche auch für Flugtiere. Kann das kann Dex entscheiden, also. Was denn? Flugtiere? Du kannst Flugtiere, ja. Die. Können wir wieder schneller Agentavis machen? Ja, warum eigentlich nicht? Dann kommen wir mal besser schneller von A nach B, ne? Ja. Warum nicht? Ich fand diese, und Quetzel! Ich fand diese Einstellung, dass es eigentlich weggenommen wurde, fand ich so banane. Ich hab's nie verstanden. Ja. Und vor allem, wir haben keine Crew-Pots und sowas, dann macht das ja Sinn. Da müssen wir nicht mit ja, überlasteten Tricks rumfliegen. Last time meint, du hast Texturen noch auf episch. Die Texturen waren auf episch, das ist richtig. Also, ich meine, im Endeffekt wird es dazu, dass es wahrscheinlich wieder dazu führen, dass wir Speed-Quetze haben. Ja, das ist geil. Oh, ich hab das nie gehabt. Das ist eigentlich und die Mehrzahl von Quetz. Eine Sache, die wir jetzt nicht vergessen dürfen, Quetz. Das ist das Diesel der Island. Ach du Scheiße, Edgy. Oh Gott! Ich liebe Game, ganz ehrlich, Game bleibt so. Was denn, habe ich jetzt nicht eingestellt? Weil du mit dem Gespräch gemacht hast. Und du kannst unter Wasser jetzt die, Fasern sammeln. Zwei Quetz, danke, Wolder. Also, was Fasern ich sagen wollte, Wasser, wir dürfen okay. Nicht vergessen, dass es auf der Island jetzt ein Flieger mehr gibt. Mhm. Och ja. Nee, das Vieh, das will ich nicht sehen. Rino und Jacka. Ach die nee, diese blöde. Diesen blöden Riesenkäfer. Ja, wieso finden die denn alle so scheiße? Ich der passt nicht auf der einen. Weil der okay trotzdem ist. Ja, der passt nicht zu. Genau, der passt einfach nicht zu finde ich. Ja. Hat perfekt. Einer von euch ein Dillo umgebracht? Ich nicht, nein. Warum liegt hier ein betäubter Dillo? Nehm ich mit. Und vielleicht von der Schlange? Gebissen worden? Das kann ja, stimmt. Das ist kann ein hübsches sein. Tier. Ich nehme den mit. Hier ist ein Hut. Hier ist einer von den neuen Hut. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Hätten das Pferd? Zähmen. Oh, da müssen Babypferde bei sein. Das war ja episch gewesen, Texturen. Ich wollte mal gucken, ob ich ein Baby-Terzi finde. Ja, dann möchte ich den Eltern aber nicht begegnen. Na, no, die stand daneben. Ich bringe jetzt erstmal den Dillo zurück. Oh, alles noch aufgebaut werden muss.
ist gerade nach unten gefallen. Hä? Okay. Oh, der ist fast tot. Seid ihr rein zufällig unterwegs? Holzfarmen oder so? Nee, ne? Lederfarm. Ich will auch mal Lederfarmen. Ich gehe Holzfarmen, weil wir kommen hier nicht vorwärts mit dem. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal sollte es besser laufen. Aber das, wir haben jetzt gesagt, eben 20 vor 12, es lohnt sich jetzt nicht nochmal den Server runter und hochzufahren. Ich denke, du machst heute nicht so lange, oder? Noch was, ja, noch ein bisschen. Ja, wie du willst, sonst können wir den Server auch eben mal neu starten. Nee, noch nicht. Also wir würden jetzt noch nicht so gerne neu starten. Das dauert dann wieder alles, bis wir wirklich drauf sind und alles. Oder? Ja. Geht das bei euch schnell? Nö, das geht. Ich glaube, wir brauchen schnell, aber ja. Dann ja, SSD muss ja. Was muss? Ich habe noch keine richtig. Ich habe doch die Pfeile noch nicht. Oh Gott. Irgendwie das Gefühl, man merkt das beim Laufen mit dem Moshops. Die Kamera zoomt ja so weiter ein bisschen zurück. Aber der ist nicht in der Mitte. Seht ihr das, wenn ich laufe? Der ist rechts ein bisschen, weiter rechts. Der ist nicht in der Mitte. Ich glaube, das konnte man auch einstellen. Finde ich nervig. Der läuft gerade nicht in der Mitte. Anzeige ist. Zumindest habe ich das für die Personeneinstellung gesehen, dass wie das angezeigt wird, ob du dann halt mittig deine Person haben möchtest. Ich weiß nicht, ob das auch für die Dinos gilt. Irgendwo habe ich das gelesen. Frag mich nicht, wo. Hup, an die Krop. Was? Ja. Ich habe jetzt auch das erste Mal einen Bronto gesehen aus der Ferne. Sehen auch sehr hübsch aus. Die sind ziemlich groß jetzt. Ich habe nur gesehen, wie heute Morgen der Dex daneben gestanden. Die sind ein bisschen größer. Und die Paracera auch. Dafür ist die Titan kleiner. Der ist kleiner? Echt? Süß. Ich. Nicht kleiner als ein Brunnen, aber kleiner als wie er in Aqua. Ase. In Evolved war, genau. Zumindest kam er mir so vor, aber ich stand auch direkt runter. Na ja, gut, bei deiner Größe war der wahrscheinlich klein. Ja, das mag vielleicht ein Punkt gewesen sein. Nicht. Du elendes türkise Stop. Wasser sieht so schön aus. Ich will da reinspringen. Also die Fasern unter Wasser kann man auch sammeln, hast du gesagt? Ja. Das ist ja cool. Ach, das heißt dann auch so? Nein, das sind nur Fasern. Ach so, schade. Vom Tier ab. Ich finde hier überhaupt kein Tier gerade zum Töten. Ein bisschen weiter ins Landesinnere. Bin schon. Okay, ich bin. Okay, ich habe einen Namen für dich. Backing-Info. Das ist auch noch weiter. Werte-Einstellung, Befehlsgruppen, Verhalten, Inventar. Okay. Keine bewusstlosen Ziele angreifen. Verhalten passiv. Ich bin ja fast bei dir. Oh, Dodos, ja. Leder, gib mir Leder. Entschuldigung, Dodo. Guck weg. Hör weg. Ah, das. Okay, das ist. Das, Okay. Entschuldigung, Axt oder Pickaxe? Ich weiß das nie. Für Leder. Axt. Danke. Das Zeichen für Sterilisieren bei den Tieren, ne? Ja. Das ist, da sind ja kleine Piktogramme bei. Das Zeichen für Sterilisieren ist eine Schere mit einem Stab dazwischen. Mit einem Stab? Boah, wie böse. Oder mit einem Strich halt. Schnippschnapp, ja? Verstehe ich nicht. Also ist deutlich. Baby. Oh Gott, tut mir leid. Ich hab den nochmal gefüllt. Ich glaub, Sams. Geht das so? Ich glaub schon. Ja. Da hast du einen neuen Guide-Dex. Wie zieht mein Babytier? Wie zieht man? Aber wie krieg ich den jetzt zurück? Kann man, glaub ich bin ja so weit weg. Kannst du den hochheben? Nee, leider nicht. Weißt du nicht, was das für ein Tier ist? Dodo. Oh. Dodo, kannst du nicht hochheben? Denkt Baby nicht. Der ist ja noch nicht fertig. Kannst du bei ASE auch nicht machen. Nein, Dodo. Das wird wohl so sein, weil ich habe mir gerade eben hin und her gestellt. Deswegen ist jetzt gerade so ein bisschen die Grafikeinstellung ein bisschen vermurkst. Deswegen, ich habe eben mit der Grafikeinstellung, als wir es
beim Start des Spiels hatten, war ganz... Guck mal, der ist immer Elimination ganz hoch. Das ist ja mega, ey. Ach, ich brauche irgendwas zum Reiten. Nimm doch Dex. Oh, oh. Ich wollte nichts sagen. Entschuldigung. Ich halte den Mund. Ich bin ruhig. Mara? Pferd? Guck mal, ob ich ein Low-Level-Pferd gezähmt kriege. Ein Pferd? Hast du dem Dodo jetzt verraten, dass du so eine Kracke hast? Ein Pferd? Ja. Wenn du Pferd hast, aber musst du auch Möhren haben. Also Bären gehen auch. Bären gehen auch, dauert nur länger. Ich werd's mal versuchen. Ja, versuch mal. Versuch mal. Ich meine, ja, sechs Schultern sind bestimmt ein bequem, ein paar Sattelplatz-Ding, aber ich bin so lang, dass meine Füße da auf dem Boden bleiben. Ja, ich hab gar nicht mehr an deinen Körper gedacht, weil du das jetzt gerade sagst. Bleib mal schön weg von mir. Danke. Das ist ja wie so eine, wie heißt diese Spinne, die ihr Mann nachher tötet und frisst? Mantis? Viele Spinnen. Gattis und Beta. Schwarze. Witwe. Zum Beispiel. Gottesanbeterin. Also das ist keine Spinne. Achso, Spinne. Keine Ahnung. Rex, ich hab ein Dodo für dich gefunden. Ein Baby-Dodo in Grün. Geben sie auch nur ein bisschen langsam. Kannst du den grünen Batman nennen? Wieso Batman? Weil du seine Eltern umgebracht hast. Das sind aber... Geschwister, zwei. Batman war allein, war ein Einzelkind. Machst du Batman einen Joker draus? Nein. Die heißen jetzt Storm und Dexy. Gott, jetzt muss ich die auch noch zurückbringen. Und der Foxy. Machen alle Spinnen gerne, wenn sie die Chance haben. Das ist ja nett. Ja, nicht alle, manche weniger, manche mehr, aber generell kann das passieren, ja. Wenn die Menschen sich dumm anstellen. Ich meine, das ist bei den Menschen auch so. Ja. Oh nein, Klauvogel, geh weg! Nein! So, guck mal. Ich finde dieses Schatten, dieses Dancen der Schatten finde ich ja so ätzend, hä? Bist du schon wieder am Rumspielen? Ich habe ja gerade eben alles auf Maximum, auf Ultra gestellt, also auf ewig. Ich denke, dass das Spiel hat das nicht mehr verkraftet, dass ich das wieder zurückgestellt habe. Müsste, glaube ich, das Spiel einmal nur schließen und dann nochmal neu machen. Aber mache ich heute Abend nicht mehr. Hast du viel rumgespielt? Hallo, Herr Bieber. Ja, ich weiß, dein Holz ist... Aber wir brauchen das Holz. Ich habe immer noch 40, 45 FPS. Und das ist immer noch besser, als immer noch 20 zu haben. Ja, das stimmt. Aber ich muss aber ganz ehrlich zugeben, die 25 FPS und dann aus dem Wald kommen und dann geblendet werden vom Licht. Es ist schon schick, sage ich dir. Ach, Dexy kommt wieder nicht hinterher. Mann, komm her. Ich? Was? Ja. Ja, zurück, genau. Nee, Don und Dexy? Was? Nein. Stone und Dexy heißen die kleinen Babys. Und der erste war Dodo Earth. Dexy, komm. Wann spiele ich mal wieder The Isle? Gute Frage. Ich hätte es eigentlich schon öfters mal spielen sollen, habe es aber irgendwie nicht. Kommt der Hund? Oh, das ist schon da. Oh, wir hatten den Dilo hier gezähmt. Ich. Sie hat doch gesagt eben, da lag einer irgendwie betäubt rum. Ah, stimmt ja. Ja. Der lag da so. Ja, warum nicht mitnehmen? Die sind so süß. Kleine Dexy möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Nein, lass mich da. Das ist voll süß. Der hat einen schwarzen Schnabel, oder? Bist du immer noch hinter mir her, du Olaf? Ja. Mein Tod? Hier, die Bäume sind teilweise echt schick, die so am Strand so einzeln stehen. Die sehen jetzt aus wie so alte, knorrige Olivenbäume. Ist cool. Oh ja, ins Wasser gehen, um gegen den Biber anzutreten. Das war eine gute Idee, Kim. Dein Ton ist weg? Okay. Nö, die anderen hören Dex, okay. Nein! Ich hab mal nichts gesagt. Darf ich da auch mal die Klappe halten? Nein. Siehst du? Nein. Wo ist eigentlich mein Schuh hin hier?
So, ich hab meinen Pantoffel verloren. Schlaf schön, Flux. Hallo, Kim. Gott, wie du aussiehst, wenn du aufstehst. Gott. Hi. Geh weg, Spider-Woman. Du bist so klein. Spider-Schwein. Spider-Kim. Oh, die sind so langsam. Wie sie läuft, das sieht so gruselig aus. Leg dich hin. Nee, ich will da ja hin. So, ja, das ist schlecht. Ich geh Sachen. Manta, geh mal da ein Stück weiter hoch. Ich geh Sachen in die Kiste bringen, geh zur Kiste, guck rein, bau lieber was, nimm die Sachen wieder mit runter zum Tier. Die Sachen, die ich in der Kiste im Inventar habe, statt die mal auszuleeren. Und also typisch. Das schaffe ich allerdings auch, da muss ich jetzt 6 Mal zugute halten. Bing Wong. Please German. Slender Kim. Ob ich dir das Spiel empfehlen kann? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was du für einen Rechner hast. Ja. Ansonsten hol's dir, test es aus. Also nicht länger als 2 Stunden. Ansonsten kannst du es zurückgeben. Du kannst, genau. Man kann bei Steam ja ein Spiel kaufen, nicht länger als 2 Stunden spielen und dann kannst du es wieder zurückgeben. Aber wenn ich 2 Stunden im Menü rumpampeln, dann ist es vorbei. Es zählt auch als Spielen. Also ich meine, dass was arg ausmacht, ist eigentlich nicht die ersten 2 Stunden. Du kannst gucken, ob es bei dir läuft. Nein. Manu. Kim. Schon wieder gestorben? Nein. Blöder Mistviecher. Was hast du jetzt gesagt? Mistviecher, hast du das gesagt? Ja. Was ist denn mit Paul los? Ist sie in den Topf gefallen oder was? Die ist in den Einstellungen versunken, glaube ich. Das Bett braucht noch eine halbe Ewigkeit. Habt ihr eventuell nochmal? Ich esse mal Kekse aus Sizilien. Nö. Guck mal. Du isst Kekse von Sizilien. Ja, das sind so ganz leckere. Liegt nahe, oder? Sieht aus wie ein Kuh. Lensch, wo meinst du jetzt? Hier im Chat oder wo? Was denn? Mensch meint, einer der Mods zur Stelle, da spammt jemand sehr schnell die gleiche Nachricht. Sehe ich jetzt nicht. Hast du jetzt bestimmt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gibt keine Antwort. Aber nicht ständig, oder? Also mir ist es jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht so sehr... Nee, ich habe auch nicht immer ein Auge drauf, aber wenn der jetzt spammen würde, wäre für mich... Bitte? Tiger Eye hat kein Auge drauf? Ist das also nur noch Tiger ohne Ei? Ja. Ja, genau. Ah, der war gut. Ich fand den gut. Ja, der war gut. Das habe ich nicht bedacht. Bis ich die Babys hier rangebracht habe, sind wir fertig. Mein Kram wieder hab auch. Der coole Junge. Wie gut ist das neue Arc? Läuft es gut? Es kommt drauf an. Hast du einen aktuellen Rechner? Dann ja. Hast du keinen? Dann nein. Weil ich hab keinen aktuellen Rechner. Mein Rechner ist jetzt. Wie lange ist der? Wie alt ist der? 2-3 Jahre alt? Ich glaube, der war ungefähr so alt wie meiner. Wie lange ist deiner? 3? Ich glaube, den hatte ich. Stone, hast du den nicht Staffel 10 bekommen? Ich glaube ja. Stone, du weißt das. Es läuft. Und auf diesem Rechner kannst du mit der Einstellung so ein bisschen fummeln, dann geht das. Aber ansonsten würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr keine guten Rechner habt, lasst es mal sein. Doch. Oder ihr fummelt in der Einstellung rum und findet die richtige Einstellung. Ist auch alles okay. Dann ist alles okay. Sowas halt wie Sky Quality beim Alten. Wenn du Schwierigkeiten hattest, hast du Sky Quality komplett runtergestellt. Hat das keine großen Einschränkungen, was die Spiele angeht. Aber es ging trotzdem. Oh, sorry, ich habe ihn jetzt mal kurz gesperrt.
Also für die Leute, die jetzt gerade ganz neu reingekommen sind, nur mal zum Verstehen geben. Diese Grafik, die ich gerade habe, ist nicht die Grafik, die es eigentlich sein hätte sollen. Ich habe das so weit zurückgeschraubt, damit ich das spielbar, gut spielbar mache. Ich kann den Satz schon nicht mehr hören. Ja, aber es ist gerechtfertigt. Alles gut. Aber ich finde das den Leuten, die manchmal ab und zu zugucken, vielleicht neue Leute reingucken, kommen und die fragen ja immer wieder die gleiche Frage. Ist ja auch richtig. Da müssen wir mal verstehen, dass das eigentlich knalle geil aussehen kann, wenn man den richtigen Rechner hat. Meine Ex, selbst das, was du da hast, sieht schon ziemlich gut. Ja, bei mir ist eine, wie heißen die? Dose. Gut. Eine Dose? Wie habt ihr die immer genannt? Dosenbier. Achso, Galligotere. Juhu! Nee, bin bei vier. Dossier. Ach so. Dossier. 94,5, 53,5. Maschops, wenn du mal laufen könntest. Mensch, Kümchen, beweg deinen Hintern. Maschops, läuft doch. Was ist denn los mit der Grafik plötzlich? Warum macht das denn das jetzt? Also jetzt sieht deine Grafik allerdings wirklich ein bisschen sehr schlecht aus. Ja, ich habe irgendwas vermurkst gerade eben in den Einstellungen. Ja, aber hallo. Beim Hin- und Her-Einstellen, ja. Wollt ihr kurz zu mir kommen? Nein. Okay. Boah, die quasselt aber ganz schön lange. Find ja gut, wenn die jetzt vorliest, aber das war jetzt ganz schön lange. Boah, die Schatten gehen mir auf den Senkel, ey. Dieses ganze Gewackel von den Schatten. Echt ätzend. Ja, spielt doch mal neu Status Decks. Ja, ich. Sollte ja nicht so lange dauern. Das wackelt jetzt die ganze Zeit mit den. Ja, dann warte noch kurz, dann kann ich euch auf den Server nachschauen. Aber wir können ja, ich wollte jetzt hier so gleich Schluss machen, also wollte ich mal so machen. Vor einer Viertelstunde hast du gesagt, noch eine Weile. Eine halbe, habe ich gesagt. Und wir sind doch gleich auf einer halben Stunde. Du hast eine halbe, das habe ich nicht gehört, sorry. Mit dem Pferd noch versuchen. Ja, aber echt, Doro, jetzt stell dich nicht so an, aber ein bisschen gestöhne, Alter. Lass die Pau doch mal. Was hab ich schon wieder gestöhnt? Nein! Dodo mag das Stöhnen von dem Moschops nicht. Ah. Ja, genau. Ja, den Dodo sowieso. Dodo spricht gerne mal Strand. Wo ist denn mein Schwanz? Wie lange bleibt der? Achso. Stehen! Doch, Dodo, die heißt Kümchen. Mit einem Herz dran. Grüße an Kümchen. Den nicht mitspielt. Den Gedächtnis Moschops Akuma. Wenn sie schon nicht mitspielt, dann ja. Nehmen sie mit. Keine Chance hat sie. Ich auch so. Sie hat keine Chance. Sie muss mit. Richtig. Und wenn sie nicht will, dass sie ein Moschops ist, dann muss sie spielen. So. Kann ihn nur erschießen, wenn sie da ist. Nein, da darf sie ihn auch nicht erschießen. Das ist meiner. Also ich mag die. Ich mag Moschis. Ich auch. Ja. Ich auch. Oh, bleiben die denn? Oh, der Gewitter, schön. Das ist wirklich gerade vermurkst, weil die Grafik, die Schatten gehen mir auf den Sack jetzt. Das sieht immer so wackeln die ganze Zeit. Ja, da hast du jetzt doch wirklich irgendwas nachhaltig. Also, so lange bis du heute Spiel neu startest. Aua. Ach, Kim. Ja, ha. Er hat sich versteckt und dann war er. Oh. Wollte eine Schlumpfschildkröte haben? Ja. Ich wollte das Pferd haben, aber da wollte natürlich blau. Der Raptor erst was von wissen. Ja, eine besoffene Schildkröte gibt's hier. Nimm mit. Seid ihr euch schon sicher, was den Basepot angeht? Ich hab gesagt, das ist erstmal nur vorübergehend. Also wenn ihr was anderes, besseres, schöneres habt, ja dann. Das ist so, solange man noch keinen Flieger hat.
muss man immer über durchs Wasser. Ja, aber der Spot ist komplett böse Dinos frei. Ja, genau. Du kannst kein böser Diener kommen da hoch. Überhaupt? Gibt es überhaupt auch bei den ganzen Farmspots, die man jetzt hier so gerade aufsammelt, keine bösen Dinos? Ich meine, ist natürlich ein Basic-Spot und da wir ja Profis sind, hätten wir auch eigentlich uns Wetwood oder sowas für später hauptsächlich aussuchen können, ne? Aber. Oder mal Sumpf. Also, ich meine, dadurch, dass wir der Island jetzt aktuell, also ich für meinen Teil, ich meine, klar, die Landschaft ist an sich noch dieselbe, aber ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mehr aus. Nee. Es gibt hier und da so Ecken, wo man sich so wieder heimisch fühlt, finde ich. Man gut, zumindest erkennt. Ich habe die Island nicht so oft gespielt wie ihr. Das heißt so oft? Ich habe es zweimal gespielt. Mehr als einmal mehr als ich. Einmal im Singleplayer eine ganze Weile. Hast du es echt nur zweimal gespielt, okay? Und dann halt Staffel 10. Ehrlich? The Island? Ja, naja, sagen wir mal so. Ich war immer wieder, immer wenn ich irgendwas getestet habe oder immer wenn ich irgendwas probiert habe, war es immer auf The Island. So dass ich halt die Karte durchaus kannte. Aber so aktiv gespielt, das habe ich nur mit euch. Das war nur Staffel 10 und halt einmal ganz am Anfang des Singleplayer. Aber der Singleplayer ging allerdings auch eine Weile, da war ich auch relativ weit. Bei Bosse habe ich mich nie herangetraut, das soll ich immer. Was bewegen sich da in den Wolken, bitte? Die Wolken sehen sehr komisch aus bei mir. Ich habe gerade auf. Du hast wirklich irgendwas kaputt gemacht. Nee, ich habe gerade auf hochgestellt, alles auf hoch. Mein Gott, die Wolken sehen ja aus, als ob da ein Raumschiff vorbeifliegt. Naja, das ist bei Ark nicht ausgeschlossen.